Traden in Deutschland. Börsenspekulation jenseits von Banken und Finanzindustrie. Zum ersten Mal in einer Hintergrundreportage im deutschen Fernsehen. Nochmal nachgerechnet, den Profit. Aber daran siehst du eben, das ist genau der Punkt, den ich eben meinte, mit Gewinne laufen lassen, ne? Ein sehr angenehmer Beruf, den ich in gutem Gewissens jedem weiterempfehlen kann. Ich habe erstmal mit 100.000 angefangen, habe erstmal in einem Monat komplett auf Null gesetzt, musste sogar nachzahlen. Drei Daytrader, die privat von zu Hause ihr Geschäft an der Börse machen. Sie erklären in den nächsten 45 Minuten, wie sie zum Traden kamen, wie schwer der Job am Anfang war und wie sie mit der Zeit erfolgreich Börsenhändler wurden. Mit Birger Schäfermeier, dem Star unter den deutschen Tradern. Seit 20 Jahren ist er im Geschäft und hat es geschafft. Er ist damit zum Millionär geworden. Carsten Umland, traden im Reihenhaus. Die Familie ernähren mit stabilen Einnahmen und einem nur kleinen Risiko. Derweil kämpft Coco Petkoff um seinen Lebensstandard. Er fährt Twingo, nicht wie früher Ferrari, weil er zu viel riskiert hat. Wir zeigen, wie man über Trading-Seminare, wie hier in einem Trader-Hotel, Anleitung und Anschluss zu Gleichgesinnten findet. Wir besuchen WH Self-Invest, einem der etablierten Online-Broker und Anbieter von Handelsplattformen. Und wir stellen das einzige deutsche Fachmagazin für Daytrading vor, Traders. Mit dem Heft kann man sich die Grundlagen schaffen für den Kapitalerhalt. Denn erst danach kommt das Geldverdienen und mit Glück der Reichtum durch die Börse. Kurz Coco leiht sich öfter einmal einen Ferrari, als Erinnerung an vergangene Zeiten. Denn momentan ist der geliehene Sportwagen ein Wunschtraum. Doch dann geht auch diese Spritztour zu Ende. Die Hommage an das alte Leben ist vorbei. Also umsteigen vom Ferrari in den Kleinwagen, einen alten, gebrauchten Renault Twingo. Kein Zweifel, Coco ist zurück in der Gegenwart. Die Erde hat ihn wieder. Kleines Auto, kleines Zimmer. Auch äußerlich steckt Coco mitten in einem Neustart. Der ehemalige Autohändler hat sich vor 3 Jahren entschlossen, Trader zu werden. Das ist schwerer als gedacht. Das war ein sehr heftiger Bruch. Das war was komplett Neues, komplett anderes. Also ich bin einfach reingestürzt, ohne irgendwas von Traden zu wissen. Ich habe nur eine Reportage im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, so, das sieht aus, als wäre es viel einfacher, als Autos anzukaufen und wieder zu verkaufen. Also mache ich das mal, ne? Und bis ich dann nach dem ersten Monat so verstanden habe, dass das doch nicht so einfach ist. Da waren so viele Trades am Anfang. Ich habe auch überhaupt keine Angst gehabt, überhaupt keinen Respekt vor dem Markt. Ich habe es echt wie ein Kinderspiel betrachtet. Ich habe mein Konto auch, habe erstmal mit 100.000 angefangen, habe erstmal in einem Monat komplett auf Null gesetzt, musste sogar nachzahlen. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu besuchen. Coco hat vor allem mit Terminkontrakten, sogenannten Futures, sein Kapital verloren. Aber Coco ist keiner, der aufgibt, auch wenn er immer noch verliert. Schließlich ist er in eine faszinierende Welt eingetaucht, mit neuen Regeln, Chancen und neuen Vorbildern. Spanien, Costa del Sol, eine schicke Ferienanlage, 80 Kilometer östlich von Malaga. In diesem Ambiente findet ein Trading-Seminar statt, mit ihm als Kursleiter.
Birger Schäfermeier. Er ist ein Star der deutschen Trading-Szene. Wenn er so tief reinkommt, der Markt ein kleines Gap macht, ansonsten machen wir wieder die Eröffnungsstrategie zu dem, was man verdienen kann. Aber also wir haben ja mit der Pyramide gestern im S&P schon mal... Seminare bietet der Trading-Profi regelmäßig an. Diesmal allerdings im sonnigen Süden. Trading ist längst nicht mehr starr und ortsgebunden. Das Perfekte ist ja, Trading ist unabhängig, an welchem Ort man in der Welt ist, zumindest seit dem Internet. Weil solange man eine stabile Internetverbindung hat, kann man von überall immer traden. Und die Teilnehmer sehen auch mehr als nur Computermonitore in einem fensterlosen Seminarraum. Wir haben das absichtlich auch ausgesucht. Eine entspannte Atmosphäre. Es ist beim Trading eben wichtig, dass man am Markt ist man angespannt, logischerweise. Man sollte nicht zu angespannt sein, aber dass man so ein bisschen Ausgleich hat. Und klar, Sonne, Meer, Palmen, da hat man immer schnell den Ausgleich, schnell die Ruhe und kann dann eben ganz entspannt auch handeln. Doch zunächst geht es um die Wissensvermittlung. Wer hier teilnimmt, ist selbst erfahrener Trader und lässt sich nur auf denjenigen ein, der noch besser ist. Weil in dem Moment, was da jeder Geld verdient. So, da kam 2000, 2001 ein Bärmarkt. Ja. Kein Zweifel, Schäfermeier findet Gehör. Er hat es geschafft. Er hat Erfolg und ist durch das Traden reich geworden. Es muss nicht immer der ganz große Reibach sein. Es geht auch so. Ein Reihenhaus, das Heim einer vierköpfigen Familie, zwei Autos und eine Katze gehören dazu. Und er ist das Familienoberhaupt. Carsten Umland, Beruf Trader. Mein Anspruch im Leben ist, dass ich für mich unabhängig sein möchte. Und das heißt finanziell unabhängig. Und das ist, und ich mein Ding letztendlich machen kann. Ob wir jetzt ein Reihenhaus haben, ein freistehendes Einfamilienhaus haben oder ein Schloss haben, macht im Grunde so gesehen keinen Unterschied. Also ich möchte nicht sagen, dass es nicht erreichbar ist. Es ist an der Börse theoretisch alles erreichbar. Die Frage ist nur, wie viel Risiko will ich eingehen? Seit 10 Jahren ist Umland nun schon Börsenhändler. Seit 6 Jahren arbeitet er von seinem Büro zu Hause aus. Okay, Frühstück. Seine Frau und die 2 Söhne sind immer um ihn herum. Das ist ihm wichtig. Eventuelle Ablenkungen sind kein Problem. Er spürt die Unterstützung seiner Familie. Sie brauchen eine Unterstützung in der Familie, sie brauchen die Anerkennung. Wenn sie dann aber auch noch gegen ihre Familie traden müssen, dann sieht es aus meiner Sicht noch viel schwieriger aus. Am Mittagstisch immer noch hören, na wie viel Geld hast du denn heute schon wieder verloren? Dann ist das sicherlich nicht gerade leistungsfördernd, wie Sie sich vorstellen können. Das bedeutet aber auch, immer wieder einmal zu erklären, worauf es beim Börsenhandel tagtäglich ankommt. Es wird zunehmend mehr, also schon häufiger mal, dass er jetzt kommt. Zu Anfang war es ganz, ganz wenig. Da hat er wahrscheinlich selber erst so für sich alles probiert. Es wird eigentlich jetzt immer mehr, dass das häufiger mal der Fall ist. Gestern Nachmittag haben die Amis wieder ein bisschen verrückt gespielt. Ehrlich? Mhm. Ja. Standard & Poor's, eine Ratingagentur, hat die Staatsanleihen runtergesetzt. Was heißt, dass die führende Weltwirtschaft quasi in Misskredit gebracht worden ist. Da sind wir eben an den Kurs um 2% gefahren. Ja. Schöner Zeitpunkt, um zu kaufen. Aber kein Vertrauen der Familie ohne konstanten Erfolg. Nur der garantiert dieses unabhängige Leben. Doch überhaupt erst einmal erfolgreich im Trading zu sein, ist alles andere als einfach. In seinem ehemaligen Berliner Autohaus hatte Coco 10 Angestellte, eine 50-Stunden-Woche und häufig muss er auch an den Wochenenden antreten. Es wird ihm zu viel. Traden scheint so viel entspannter zu sein. Das, was mich motiviert hat, ist, dass man seine Zeit komplett frei einteilen kann. Und beim Traden ist es wirklich so, dass du stundenweise arbeiten kannst und natürlich auch gut Geld verdienen kannst, wenn du das gut machen kannst und du nur von dir selber abhängig bist. Also keine Mitarbeiter, nichts. Der Traum droht zu platzen,
Sein Vermögen aus knapp 10 Jahren Autohandel ist fast völlig vernichtet. Coco braucht professionelle Unterstützung. Die sucht er bei dem deutschen Trading-Guru Birger Schäfermeier. Coco zieht von Berlin nach Mülheim an der Ruhr. Er wird Praktikant. Ah, hallo, komm rein. Danke. Herzlich willkommen. Danke. Und was hast du mit dabei? Rechner, wichtigste. Rechner? Ja, Rechnerjacke mehr brauchst du eigentlich nicht. Das hier wäre dein Schreibtisch, dein Arbeitsplatz. Dankeschön. Kannst du erstmal Rechner abstellen? Ich zeige dir kurz das Büro. Verkabelung und Monitor haben wir schon da. Okay. Können auch noch ein paar mehr Monitore, aber am Anfang reichen, glaube ich, hast du mit dem Laptop hast du 2. Das müsste einfach erstmal für den Anfang reichen. Hier wirst du in Zukunft Geld verdienen, hoffentlich. Genau. Ja, was haben wir alles? Das ist übrigens Martin, das hat man gerade ein bisschen beschäftigt. Kurse laufen. Hier vorne um die Ecke rum ist Küche. Steht das zweitwichtigste Gerät neben dem Computer, die Kaffeemaschine. Ich würde sagen, das ist das zweitwichtigste. Das Sofa. Ausruhen kannst du dich später, ganz, ganz später. Also 10 Uhr schließen die Märkte, vorher nicht. Okay. Da hinten sitze ich. Wenn Fragen sind, kannst du gerne immer rüberkommen, mich fragen. Also meiste Zeit bin ich ansprechbar. Wenn nicht, sage ich schon, komm, lass mich in Ruhe, ich komme dann gleich. Mhm. Und alles Weitere, drüben sitzen noch 2, die sind aber jetzt gerade unterwegs. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, wende dich einfach an mich. Nimm erstmal Platz, verkabeln dich und dann gucken wir. Ja? Okay, bis dann. Mit 30 ist er noch einmal in der Ausbildung. Aber diese Chance muss Coco einfach nutzen. Jetzt heißt es weiter Erfahrungen zu sammeln. Denn schließlich ist auch Birger Schäfermeier nur über die Methode Versuch und Irrtum dahin gekommen, wo er jetzt ist. Für die Börse begeisterte er sich schon als Teenager. Seine harten Lehrjahre fallen in die Zeit seines Wirtschaftsstudiums. Ich bin eben hartnäckig an der Sache dran geblieben. Ich wollte wissen, ich habe wirklich jedes Buch gelesen, was mir in die Finger kam dazu. Seminare gab es damals nicht und es gab auch nicht die Möglichkeit, dass irgendeiner einen ausbildet. Das war, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre. Da ist gerade mal die deutsche Terminbörse neu gestartet und so. Ich habe also mich erstmal für einen Weg entschlossen, wo ich gedacht habe, Mensch, kannst du vielleicht was lernen? Ich habe ein Studium Volkswirtschaft und BWL gemacht. Man lernt dort gar nichts, was fürs Training irgendwie wichtig ist oder so. Aber er ist nun mal da und zieht sein Studium durch. Wenn er heute die alte Wirkungsstätte, die Universität in Essen, besucht, fällt die Orientierung leicht. Hier sieht das ganz genau noch so aus wie vor 14, 15 Jahren. Hat sich nichts dran geändert. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Das gilt auch für die großen Hörsäle. Es ist Vorlesungspause. Nach alter Gewohnheit sucht sich Schäfermeier einen Platz in der Nähe des Ausgangs. Ja, Fluchtinstinkt. Immer schnell mal rausgehen können, ohne großen Aufmerksamkeit zu machen. Um entsprechend Ordern geben zu können oder mal schnell anrufen zu können, wo ist denn der Markt. Oder natürlich, auch wenn es so langweilig ist, einfach die Vorlesung zu verlassen. Aber ja. Dabei ist er längst nicht so erfolgreich wie heute. Er ist damals häufig bankrott. Also musste er sich wieder neues Geld beschaffen. Aber wie? Kleine Jobs für geringen Lohn kommen nicht in Frage. Ciao. DAX gerade noch. Du musst dir irgendwas einfallen lassen, wo du in recht kurzem Zeitraum wieder was akkumulieren kannst, damit du wieder auf deinem Konto treten kannst. Und dann bin ich eben gedacht, 20.000 Studenten, große Uni, was wollen Studenten alle? Gerne Party. Und haben wir eben Partys gemacht. Boxentürme rechts, links aufgebaut, Lichttraverse und dann habe ich hier eben entsprechend den Dancefloor gehabt, oben Tribüne, wo du eben schön auf den Dancefloor drauf gucken konntest. Jetzt sind so 2000 Leute auf eine Party reinbekommen. Ist genügend Geld beisammen, legt Schäfermeier wieder los und tradet. Und wieder verliert er und beginnt wieder von vorn. Allmählich lernt er seine Lektionen. Aber ich wurde besser und irgendwann habe ich es wenigstens mal geschafft, mein Kapital zu erhalten. Das heißt, Break-Even zu treten. Am Ende hat sich alles gelohnt. Doch muss eine Ausbildung so langwierig und so aufwendig sein? Carsten Umland hat eine gute Ausbildung, einen Job, eine Karriere. Eine Weile ist er sogar fest angestellt.
Aber er entdeckt die Börse als neues Betätigungsfeld. Der Anfang ist auch bei ihm alles andere als einfach. Schmerzhaft, ja. Aber ich habe noch kein Konto geerdet, wie es so schön heißt im Fachjargon. Ich glaube, dass diese Erfahrung auch dazugehört, dass man, ich sag mal, zunächst mal Lehrgeld bezahlt. Entscheidend ist aus meiner Sicht nur, dass Sie dieses Geld nicht umsonst bezahlt haben, sondern dass Sie hinterher wissen, warum, was habe ich falsch gemacht. Das ist aus meiner Sicht entscheidend, weil einzahlen in der Entwicklung, in der Ausbildung müssen Sie immer, in jedem Fall. Vielen Menschen bietet der Beruf Sicherheit und Halt und eine stabile Gemeinschaft. Der Trader ist ganz auf sich gestellt. Wie riskant ist so ein Wechsel? Das ist etwas, also die Frage ist nach der Sicherheit. Kriegen Sie heutzutage überhaupt noch Sicherheit? Ich sage mal nein. Als Angestellter sind Sie genauso sicher, wie Ihre Kündigungsfrist lang ist. Und im Trading und im Unternehmensberatung sind Sie genauso sicher, wie Sie Kundschaft haben. Aber eines ist sicher, die Börse hat morgen auch noch auf. Und deshalb ist es eines der sichersten Arbeitgeber überhaupt. Und so sind die Arbeitstage von drei unterschiedlichen Tradern. Birger Schäfermeier, Carsten Umland und auch Coco haben wir begleitet. Mülheim an der Ruhr, unweit der Industriezentren des Ruhrgebiets. Hier beginnt morgens gegen 8:30 der Trading-Tag von Birger Schäfermeier. Es ist ein Freitag, der erste Freitag im Monat. An diesem Tag werden wichtige Arbeitsmarktzahlen aus den USA veröffentlicht, die sogenannten Non-Farm Payrolls. Für die Börsen geben sie angeblich Auskunft über die konjunkturelle Entwicklung der USA. Birger Schäfermeier beachtet nicht viele volkswirtschaftliche Nachrichten. Bei diesen ist das anders. Da der Markt diese Zahl so wichtig nimmt, gibt es große Bewegungen, wenn diese Zahl veröffentlicht wird. Und große Bewegungen heißt natürlich, klar, großes Risiko, aber auch große Chance für den Trend. Und ich mache das die letzten 10 Jahre oder schon länger und habe da eine große Erfahrung drin. Ich gewinne natürlich auch nicht immer bei den Non-Farm Payrolls, aber ich mag das da zu handeln. Ja. Bis zur Veröffentlichung der Zahlen am Nachmittag ist es allerdings noch eine Weile hin. Darum tradet Schäfermeier zunächst europäische Märkte. Schwerpunktmäßig morgens Euro, DAX und Bund, also Kurse für die Zinsen. Und nachmittags kommt dann der S&P noch hinzu. Da haben wir dann 4 Märkte, die wir gleichzeitig haben. Jetzt, zum Beginn des Handelstages, verfolgt Schäfermeier Eröffnungsstrategien. Er handelt ausschließlich Futures, also Terminkontrakte. Damit geht er auch short, setzt also auf fallende Kurse. Im Euro bin ich gerade short, wie man hier sieht. Und im Euro, da gibt es keine Eröffnungsstrategie, weil der einfach 24 Stunden gehandelt wird. Und man sieht eigentlich schön, dass das ein riesen Abwärtstrend hier ist. Und deswegen habe ich einfach versucht, diesem Trend zu folgen. Und da bin ich jetzt short und jetzt ziehe ich einfach meinen Stopp hinterher. Das heißt, da ziehe ich den Stopp, muss ich noch auf die Size anpassen, an das letzte Hoch hinterher und versuche jetzt diesem Trend zu folgen. Also im Moment habe ich einen Stopp bei 66, short bin ich bei 58, bin ich jetzt 2000 Dollar im Moment vorne und versuche und hoffe, dass der Markt hier weiter in meine Richtung läuft. Bielefeld, Ostwestfalen. Hier beginnt Carsten Umland gleich zu traden. Heute ist Dienstag. Die marktbewegenden Neuigkeiten werden ebenfalls aus den USA kommen. Der Immobilienmarkt gibt Zahlen über die sogenannten Hausbaubeginne. Noch stehen die Märkte aber unter dem Eindruck aus dem Tag davor, als eine Ratingagentur die Bonität der USA wegen der hohen Staatsschulden herabgestuft hat. Gestern gab es ja von S&P ein neues Rating und das relativ überraschend für die amerikanische Wirtschaft war. Daraufhin sind die Märkte relativ stark korrigiert, also DAX weit über 2%. Und befinden sich aber immer noch eigentlich in einem intakten Aufwärtstrend und da ich Trendfolger bin, versuche ich jetzt einen billigen Einstieg in die Märkte zu generieren. Umland handelt ebenfalls Future-Kontrakte. Vormittags beobachtet er nur 2 Märkte, den Bund-Future und einen Währungs-Future. Manchmal, wie der Zufall es will, haben wir auch mal ein bisschen Glück.
Wir sind jetzt eingestoppt worden im Euro-US-Dollar und ja, liegen im Moment auch ein paar Ticks vorne. Also soweit kein Grund zur Besorgnis. Umland setzt auf bestimmte Trendmuster in den Märkten. Er achtet auf bestimmte Punkte auf seinen Charts. Tageshöchst- und Tiefkurse und sogenannte Pivotpunkte. Das sind Kurse, die sich berechnen aus dem Höchstkurs, aus dem Schlusskurs geteilt durch 3. Und dann krebst er im Moment, der Euro-US-Dollar, an 1,4253. Das ist genau dieser Pivotpunkt. Wenn er da drüber geht, ist das für viele, das ist auch eine Handelsstrategie, für viele Leute ein Signal, aha, es gibt steigende Kurse. Zurück nach Mülheim ins Büro von Birger Schäfermeier. Coco hat ebenfalls seinen Handelstag begonnen. Auch er hat bestimmte Ideen. Aber die Stimmung ist gedrückt. Bin gerade ausgestoppt, war im Euro drin. Und alles nur Eröffnungsstrategien. Die Eröffnung war halt ein bisschen hektisch. Und momentan bin ich überall draußen. Also ich mache jetzt erstmal keinen Trade mehr. Ich habe so ungefähr 500 Dollar jetzt verloren und brauche ich so ein bisschen Zeit, um mir den Überblick nochmal neu zu verschaffen. Unruhe bei Birger Schäfermeier. Im Währungsfuture Euro-Dollar hat es eine kräftige Bewegung gegeben. Schäfermeier verbucht einen satten Gewinn. Nochmal nachgerechnet, den Profit. Aber daran siehst du eben, das ist genau der Punkt, den ich eben meinte mit Gewinne laufen lassen. Ne? Ich hätte ganz einfach ohne Schmerzen 2000 eincashen können, wenn ich dann einfach drauf gedrückt hätte. Ja, das ist psychologisch gesehen, denkt man, okay, wovor mir einer wieder 2000 wegnimmt. Aber man darf eben gar nicht diese Angst haben, muss sagen, okay, wenn das passiert, dann passiert das eben. Man muss eben ein bisschen weiter pokern für die Sachen. Natürlich überlegt, also jetzt nicht sinnlos einfach alles weiterlaufen lassen. Und jetzt haben wir eben, wir hatten das nur risikofrei gezogen, den Trade, und haben dann jetzt die 10.000 rausgebracht. Auch Carsten Umland kann einen ersten Gewinn verbuchen, ebenfalls im Euro-Dollar-Währungsfuture. Genau, also wir sind ausgestoppt worden, kleinen Gewinn. Als er dann korrigiert hat, weil ich nicht mehr bereit war, diese Marktbewegung abzugeben. Aber wir sehen, wir sind jetzt, zieht er richtig an, das war die richtige Entscheidung, sofort jetzt nachzulegen. Und ja, auch das sieht im Moment wirklich, wirklich gut aus. Da kann man nichts gegen sagen. Er hat den Pivotpunkt jetzt erreicht. Ich hoffe nur einfach, dass jetzt der Käufer in den Markt kommt, denn wir haben jetzt 10:30 und der Währungsfuture wird logischerweise auch in London gehandelt. Die Leute haben 9:30. Das heißt also, wieder unter Marketing-Gesichtspunkten, es sind viele Marktteilnehmer am Markt. Umland wirkt dabei auffällig entspannt. Denn mit Stop-Orders lässt sich jeder Trade managen. Stets gilt es zu klären, an welchem Punkt im Chart oder an welchem Punkt, also aufgrund Nachrichten, wie auch immer, ist meine Trading-Idee nicht mehr relevant. Und das war's. Und dann ziehe ich diesen Stopp, wenn der Kurs dann weit genug gelaufen ist, zwischenzeitlich einfach nach. Und das ist das, was eigentlich der Privatanleger vielleicht nicht verstehen kann. Dass das letztendlich ein relativ langweiliges Spiel einfach ist. Und wer es sich leisten kann, kann auch guten Gewissens den Arbeitsplatz verlassen. Es ist inzwischen Mittag. Die Märkte werden dann ohnehin ruhiger und uninteressant für viele Trader. Zurück nach Mülheim. Auch Birger Schäfermeier verwaltet seine Trades. Dabei hat er es sich bequem gemacht. Der Trading-Tag ist recht lang. Er beginnt morgens um 8 Uhr. Es gibt Trading-Tage, die enden abends um 22 Uhr, wenn man S&P, also im amerikanischen Markt, mittradet. Das mache ich nicht jeden Tag, aber es gibt schon was. Da kann man natürlich nicht die ganze Zeit so vorsitzen und jeden Tick machen. Ich meine, es gibt so Leute, aber die sind dann irgendwie nach 2-3 Jahren fertig mit den Nerven. Es geht eigentlich darum, dass man so einen gewissen Abstand hat, eine gewisse Ruhe dabei entwickelt und sich eigentlich im Vorhinein die Punkte identifiziert, wo es interessant wird. Das heißt, es gibt Zonen, wo es einfach Marktrauschen ist, wo der Markt sich hin und her bewegt, wo auch kein Handlungsbedarf ist, und es gibt Punkte, wo man genauer hingucken muss. Und die werden ebenfalls mit Stops abgesichert.
Und dann ist auch so etwas möglich. Überraschungsbesuch zur Mittagspause. Früher Nachmittag, die Schule ist aus. Birger Schäfermeier und seine Kinder genießen das schöne Wetter. Schwarzfuß-Indianer, du, hm? Woher nimmt man diese Ruhe als Anfänger? Wie beschleunigt man die Ausbildung hin zum abgeklärten Profi? Es gibt einige Mittel und Wege, um erfolgreich zu werden. Bücher zum Traden gibt es mittlerweile in Hülle und Fülle. Hilfreich sind sie allemal. Auch der Zeitschriftenmarkt macht Angebote. Aber nur eine Zeitschrift ist ausschließlich auf das Daytrading zugeschnitten. Traders. Chefredakteur Lothar Albert betreut das Magazin seit seiner Gründung vor 10 Jahren. Gerne schaut er nach, wie das Blatt im Handel präsentiert wird. Ja, es ist eigentlich noch schlimmer. Also ich bin ja relativ häufig am Flughafen und ich sortiere die Magazine dann tatsächlich nach vorne. In Traders finden sich keine Tipps, keine Abkürzung zum ganz großen Geld. Traders rechnet mit geduldigen Lesern, solche, die mit dem Heft arbeiten. Es zeigt sich immer wieder, dass wir speziell den Leuten helfen, sich in erster Linie auszubilden in dem Bereich. Das ist auch unsere Intention. Unsere Intention liegt darin, die Leute, sagen wir, resistent gegen das Risiko Totalverlust zu machen. Das ist eigentlich die Intention des Magazins. Denn das ist auch im Grundsatz das, was man zunächst lernen muss, und alles andere, Geld verdienen, reich werden, das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Beim Traden ist jeder mit sich allein. Einsamkeit ist für viele ein Problem. Auch grundsätzlich suchen viele Trader den Austausch mit anderen Börsenhändlern. Seminare, Anlegermessen, Roadshows oder hier das Traderhotel Franziskushöhe in Lohr am Main bieten dazu reichlich Gelegenheit. Etwa bei einem Live-Trading im Traderhotel. Cheftrader ist Birger Schäfermeier. Also, was wir machen, ist ein Live-Trading mit den Leuten hier. Das heißt, ich trade vorne, sage die Trades an. Die Leute können hier mittraden, aber wir traden auch ein großes Konto, 250.000 Euro Daytrading. Und ja, die Gewinne werden unter den Teilnehmern ausnahmsweise aufgeteilt. Das ist nicht immer so, aber in diesem Fall ist das so, haben wir uns mal ausgedacht. Ja, das heißt, ich werde sozusagen richtig gefordert. Marc macht hier ein neues Hoch, testet die alten Hochs, kommt hier runter. Macht hier ein neues Hoch, testet die alten Tränen. Also es mag nicht der erfolgreichste Handelstag mit den höchsten Gewinnen sein. Die Teilnehmer sind dennoch zufrieden. Ich möchte etwas lernen, möchte meinen Stil mit dem Stil der Seminarleiter abgleichen und mir da eventuell Vorteile herausziehen und die dann mit nach Hause nehmen. Mehrere hunderttausend Trader gibt es derzeit in Deutschland, schätzt Lothar Albert. Und weil es eben nur die eine passende Trading-Strategie für den individuellen Trader gibt, sind Orientierung und Seminare so gefragt. Seminare sind für viele auch ein Tool, sich so ein bisschen auszutauschen. Man merkt auch, dass diese Leute, die Seminare besuchen, Messen besuchen, fasziniert sind von dem Gedanken und sich auch austauschen möchten mit Gleichgesinnten. Also man sieht es auch, wenn das Seminar zu Ende ist, dann ist das Seminar eigentlich oft noch nicht zu Ende, weil Leute entweder miteinander weiter diskutieren oder sie stellen sich um den Referenten herum, stellen dort die Fragen. Des Traders Werkzeug ist seine Arbeitsplattform. Mit ihr wickelt er autonom seine Geschäfte ab. Er verwaltet seine Trades, beobachtet die Märkte. Plattformen gibt es viele. Und jeder Trader muss sich am Beginn das passende Modell suchen. Das ist einfach eine Frage, wohin entwickelt sich der Kunde? Und diese Frage kann er sicherlich nicht am Anfang beantworten, sondern das ist eine Geschichte, wo er sich hin entwickelt und wo er irgendwann schon merken wird, er braucht eine Software, mit der er Handelssysteme optimieren kann oder wo er Orders automatisch ausführen kann, all solche Dinge. Das lässt sich am Anfang sicherlich nicht pauschal sagen. Dabei ist die Vielfalt groß. Carsten Umland und Birger Schäfermeier arbeiten ganz unterschiedlich mit ihren Instrumenten. Das erste ist im Prinzip die Chartplattform für mich. Das nächste ist die Order-Eingabe. Ich habe das gerne getrennt. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen beides in eins. Aber ich habe gerne die Order-Plattform getrennt von der eigentlichen Chartplattform. Anders Schäfermeier. Er bevorzugt es, direkt aus dem Chart heraus zu handeln.
dass ich einfach den Kursverlauf beobachten kann, wie hat der Kursverlauf sich in den letzten paar Minuten oder in den letzten paar Stunden entwickelt, kann das vielleicht auch nochmal auf einer anderen Zeitebene anschauen, wie war das in den letzten 2-3 Tagen und dann schauen, wo hat sich der Kurs häufig aufgehalten, wo ist der Kurs selten und daraus entwickle ich dann meine Strategien. Frankfurt am Main, der Finanzplatz in Deutschland. Hier ist auch der Sitz von WH Self Invest, einer der Marktführer für Finanzsoftware. Ein Update steht kurz vor der Veröffentlichung. Die sogenannte Future Station wird erweitert. Das Unternehmen hat interessierte Kunden eingeladen für Präsentationen, Vorträge, Gespräche. Wir suchen den Kontakt. Wir haben einen sehr engen Kontakt auch zu Kunden. Wir haben eine sehr gute Rate, was die Langlebigkeit der Kunden betrifft. Also die bleiben sehr viele Jahre bei uns in der Regel. Eine weitere Ursache, der Umgang mit den Orders der Nutzer. Die sollten schnell, transparent und kostengünstig ausgeführt werden. Viele Plattformen wickeln die Kauf- und Verkaufanweisungen aber nicht über die Börse ab. Anders WH Self Invest. Das ist ein reiner Online-Broker. Hier werden die Geschäfte 1:1 durchgereicht. Und dafür muss der Kunde auch eine Kommission bezahlen. Also auch schon daran sieht man, dass hier der Fokus tatsächlich auf der Abwicklung liegt und nicht auf anderen Dingen. Für Birger Schäfermeier und die Kinder geht die Pause zu Ende. Denn es ist soweit, die Finanzmärkte rufen. 2:30. Die mit Spannung erwarteten Non-Farm-Payrolls kommen jeden Augenblick. Mit dem Headset spricht Schäfermeier zu den Nutzern seines Internet-Trading-Rooms, den er mit seinem Mitarbeiter Martin Görsch und Markus Klebe betreibt. Wir machen keine Position vor den Daten, wir werden keine Position direkt auf die Daten machen. Wir werden erstmal die Daten abwarten, Daten in Ruhe lesen. Meistens läuft das nicht verbal, läuft nur darüber, dass ich entsprechend meine Trades rein tue und die kommentiert werden schriftlich. Von Martin, aber bei so Highlights wie Non-Farm Payrolls oder so, dann spricht der Meister zu seinen Jüngern. Und dann ist es soweit. Dadurch, dass der Markt diese Woche schon so extrem volatil war und im Prinzip schon alle Richtungen ausgetestet hat, da kommt jetzt hier, sehen wir hier, Riesenbewegung in den Märkten. Also scheinbar sind hier die Erwartungen getroffen worden. Und da sieht man der Vorteil, warum ich nicht rausgegangen bin, sondern nur den Stopp entsprechend nachgezogen habe. Geht jetzt hier mit Action hinterher. Ich ziehe den Stopp hinterher, so, da sind wir raus, zack. Ja. Das war eine Position im DAX-Future. Nach dem massiven Sprung nach oben will Schäfermeier wieder Short gehen. Er hofft also auf einen Rücksetzer, doch ohne Erfolg. Und wenn ich merke, dass die Position nicht ins Laufen kommt, keine Bewegung hat, dann beginne ich Risiko rauszunehmen. Als der Markt sich dann immer noch nicht bewegt hat, habe ich einen sogenannten Break-Even-Stop nachgezogen und das ist eben gerade Break-Even ausgestoppt. Also per Saldo ist bei dieser Transaktion weder ein Gewinn noch ein Verlust runtergekommen, aber das ist eben ein ganz normales Teil des Geschäfts auch. Carsten Umland ist auch zurück aus der Pause. Er realisiert einen Trade im Euro-Dollar-Future. Als der Markt dann am Pivotpunkt selbst nicht weiterkam und dann unter Berücksichtigung der heutigen Goldman Sachs-Zahlen um 14 Uhr, habe ich mich entschlossen, den Stopp enger an den Markt ranzuziehen, auch diese Gewinne nicht weiter abzugeben, sondern direkt unter den Pivotpunkt zu legen. Dort sind wir dann auch ausgestoppt worden. Dann herrscht gespanntes Warten auf die Wirtschaftsdaten aus Amerika. Also hier werden jetzt gleich die Zahlen erscheinen, in wenigen Sekunden. Das sollte den Euro-US-Dollar, man sieht jetzt so leichte Zuckungen hier vorne, wird den Euro-US-Dollar so ein bisschen Drall verleihen, wie es so schön heißt. Jetzt gibt es meistens so eine erste Reaktion auf den Markt und man sieht jetzt auch hier deutlich, dass es sich etwas stärker bewegt. Die Hauszahlen fallen besser aus als erwartet. Nun geht es um den Einstieg in den Euro-Dollar-Future. Wenn wir jetzt eine Möglichkeit bekommen, preiswert reinzukommen, wäre mir das ganz recht. Ich wäre aber auch geneigt, in einem Sekundengeschäft sofort wieder rauszugehen. So, wir haben ein Limit reingelegt und wir werden im Moment noch nicht gefillt, das heißt auch noch nicht ausgeführt. Mal sehen, was passiert. So, jetzt sind wir im Markt drin. 3 Minuten vergehen. Umland geht auf Nummer sicher. Ich lasse mir das Geld nicht mehr wegnehmen. Im Gegenteil, ich sichere noch ein Stückchen weiter ab, sodass wir hier wirklich keinen Euro oder keinen Dollar verschenken, denn die 1,43 als runde Zahl wird immer gern genommen. Und im Moment sieht es immer noch, und jetzt sind wir schon mal raus aus dem Geschäft.
Kurz und schmerzlos. Und der Trader ist zufrieden. Wir haben im Prinzip jetzt heute drei Trades jetzt gemacht. Drei Trades im Plus ist eigentlich ganz okay. In Mülheim setzt sich Birger Schäfermeier das Headset wieder auf und spricht zu seiner Internetgemeinde. Nicht sonderlich. Wir machen unsere ganz normale Eröffnungsstrategie, angepasst auf die hohe Volatilität. Das Open, also 45,25. Markteröffnung an der Wall Street. Schäfermeier setzt auf einen fallenden S&P-Future. Der Eröffnungskurs ist einer der wesentlichsten Kurse. Im Laufe des Tages hat der Markt sich von dem Eröffnungskurs wegbewegt, und was sehr typisch ist. Rückkehr zu dem Eröffnungskurs, das haben wir getradet. Haben wir 4 Punkte nochmal mitgenommen, haben wir gute 5.000 Dollar damit verdient. Umland telefoniert mit einem Trading-Kollegen. Die Rohstoffmärkte in Amerika stehen kurz vor der Eröffnung. Umland blickt besonders auf den Öl-Future. Er will wieder einsteigen. Jetzt geht's los, guck dir das an. So, 14,58. Alter Finne, die kaufen das Ding, pass auf. Das fällt gleich wie ein Stein. Also, Order liegt, mal sehen. Doch mal. Der Trader wird in seinen Erwartungen enttäuscht. Denn der Markt entwickelt sich anders als gedacht. Der Öl-Future will nicht fallen. Ich glaube, ich lösche mal gerade meine Short-Order. Denn es kann nicht immer alles funktionieren. Der Markt ist zu oft nicht berechenbar. Insofern warte ich jetzt einfach mal ab, was passiert. Sollte er eine bestimmte Marke, die ich im Auge habe, überschreiten, ist die Short-Idee sowieso gestorben, grundsätzlich. Und man müsste sich dann neu orientieren für heute Nachmittag. Oder aber müsste einfach sagen, okay, schönen Dank für die Bewegung heute Vormittag, Geld verdient, Freizeit. Und Umland wartet nicht lange. Er entscheidet sich für eine Zigarre, die er im Freien genießen möchte. Ansonsten Schäfermeier verabschiedet sich von den Zuhörern im Trading Room. Den Kursen. Und die meisten Händler werden sich jetzt über die nächsten anderthalb Stunden ins Wochenende verabschieden. Und dann geht es hier auch ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Tradingwoche. Wünsche euch ein angenehmes Wochenende und tschüss, bis nächste Woche. Schäfermeier hat heute ein Dutzend Trades abgewickelt. Das Ungewöhnliche dabei, es waren besonders viele Gewinne darunter. Bilanz des Tages liegt jetzt so bei, war ein guter Tag heute, waren knapp 16.000, 17.000, die wir heute verdient haben. In Bielefeld lässt Carsten Umland den Tag ausklingen. Einen guten vierstelligen Betrag hat er verdient. Natürlich könnte der Börsenhändler auch vor den Bildschirmen sitzen, nach weiteren Trends suchen, auf Nachrichten und Ereignisse warten. Nur ich stelle mir die Frage, wenn ich mein definiertes Ziel für mich am Tag erreicht habe, da sind wir wieder auf der Frage, warum mache ich das überhaupt, dann muss ich einfach für mich im Moment sagen, das Ziel ist ja erreicht. Warum soll ich mehr machen? Denn ich mache ja nicht den Börsenhandel, damit ich mehr Arbeit habe, sondern damit ich weniger Arbeit habe. Und Coco? Der blickt recht deprimiert rein, nach einem miesen Tag. 2.500 Dollar minus. Tja, bisschen Pech gehabt, bisschen schlecht drauf gewesen, schlecht getradet noch dazu. Auch Birger Schäfermeier schaut sich das Ergebnis des Tages noch einmal an. So, dann zeig mal, was du heute so gemacht hast. Ja, also erster Trade war im DAX. Ja. Ganz normal die Eröffnung getradet. Schäfermeier analysiert gnadenlos Kokos Schwächen. So, und dann hast du jetzt wieder zwei Kardinalfehler. Du bist 30 Ticks vorne. Ja, dann legst du im Markt nach, der die letzten zwei Tage abwärts gerichtet ist. Legst du auf der Long-Seite nach, der in der Range heute ist, der das obere Ende der Range gerade mal getestet hat. Und du hast wieder so ein weites Kursziel. So, das ist wieder Gier. Ne? Es ist rein aggressiv, weil Gier, weil du da oben möglichst viel, möglichst schnell machen willst. Du hoffst einfach zu sehr, das ist zu viel Hoffen und zu viel, dass dich das Glück nochmal irgendwie nach vorne bringt. Ne? Und du bist dafür bestraft worden. Und wenn du dafür nicht bestraft worden wärst, wenn es funktioniert hätte, dann wärst du beim nächsten Mal bestraft worden. Ja. Ja? Die Börsenwelt kennt keine Pause. Auszeiten nehmen und sie sinnvoll füllen muss jeder Trader lernen. Gerade auch nach einem misslungenen Handelstag. Ich denke über das Leben nach, über das Traden. Wenn ich mal deprimiert sein sollte vom Markt,
Also nach der Joggingrunde fühle ich mich wie neu. Ne? Carsten Umland liebt den Radsport. Er ist unterwegs in der Umgebung Bielefeld. Der ehemalige Triathlet sitzt so oft es geht auf dem Rennrad. Er ist sogar im Sportverein. Seine Standardtour geht über eine Distanz von 60 Kilometern. Und Märkte und Kurse sind dann weit weg. Eigentlich sind es zwei völlig verschiedene Welten. Und ich bin auch froh, dass es so ist, weil ich konzentriere mich beim Radfahren wirklich nur darauf, die Seele baumeln zu lassen und einfach mal nichts zu tun. Und wenn Börse ist, dann ist es auch wirklich Börse. Dann bin ich auch 100% fokussiert auf die Charts und auf den Preisleiter. Birger Schäfermeier liebt Ortswechsel. Häufig geht er ins Ausland und gern dahin, wo es warm ist. Traden kann man auch unter Palmen. Man kann die Zeit aber auch genießen. Sein Lieblingssport ist Golf. Das bietet Entspannung. Ironischerweise gibt es für Schäfermeier auch Parallelen. Beides, Trading und Golf, ziehen sich über Stunden hin. Alles eine Frage der Konzentration. Noch ist Coco auf dem Weg, mitten im Lauf zu sich selbst. Er ist schon weit gekommen, doch er muss noch lernen, sich besser zu kontrollieren. Den Schritt hin zum Trading bereut er aber bis heute nicht. Also da würde ich meine Entscheidung gar nichts rütteln. Über die Entscheidung bin ich auch total froh. Ich würde aber viel mehr anders machen, indem ich deutlich langsamer anfange, deutlich defensiver, überlegter. Ja. Carsten Umland ist mit sich völlig im Reinen. Trading ist für ihn offenkundig der perfekte Beruf. Es ist so dieser Dreiklang zwischen Freiheit, Freizeit und trotzdem auch des Geldverdienens. Also insofern ein sehr angenehmer Beruf, den ich mit gutem Gewissens jedem weiterempfehlen kann. Birger Schäfermeier genießt seinen Erfolg und bleibt doch nicht nur äußerlich auf dem Boden. Er will mehr. Sein nächstes Projekt ist ein Investmentfonds, ausgerichtet auf seinen Anlagestil. Ich möchte mich eben immer auch noch mal weiterentwickeln. Das ist für mich wichtig. Also, wenn ich irgendwo ein Ziel erreicht habe, setze ich mir gerne ein neues Ziel. Coco hat sich wieder einen Ferrari geliehen und gibt wieder einmal Gas. Wie er es beim Traden eigentlich nicht mehr tun darf. Die Trading-Welt ist groß und Gewinner und Verlierer sind sehr nah beieinander.